Okay, dann müssen wir uns schwingen an der Antenne. Hui. Oh, Täubchen. Ups. Ach ja. Okay, ja, ich weiß jetzt mittlerweile, wie es geht. Ich dachte echt, das geht mit RT. Und ich bin gerade einfach nur zu doof gewesen, aber... Nee, warte mal. Wir müssen schon bei ihm bleiben. So. Sehr gut. Einmal switchen. Einmal hoch. So, aber jetzt muss das ja einmal... Nein! Ach, sind wir schon? Okay, wir sind schon free. Okay, okay, okay. Dann können wir hier hoch. Ach ne, warte mal, da ist noch nicht weg. Jetzt aber. Warte, ich komme. Ja! Hui! Sehr schön. Und dann... Nein! Fuck. Weißt du, da wollte ich so richtig schön wie James Bond hier... Ach, leck mich doch. Okay, einmal schwingen bitte. Wird auch easy peasy reinkommen und whoops! Hui! Geil. Ah ja, ah ja, okay. Ich sehe schon, die Level werden anspruchsvoller. Wir... Also ich... muss mich mehr anstrengen. Okay, pass auf. Ja, warte mal. Halt dich mal fest. So. Ist, hast du... Hä? Okay, einmal. Jetzt drehen wir das Ding einmal um. Hui! So, jetzt müssten wir doch eigentlich... Ne, haben wir nicht. Shit. Okay. Und festmachen. Na? Okay, das Garn reicht nicht, oder was? Doch. Reicht. Geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, jetzt reicht es nicht mehr, okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Ich denke mal, ihn hier... hier rüberziehen. Warte, dass er da hochkommt. So, und dann müssen wir mit ihm weiterlaufen können. Okay, geht trotzdem nicht. Scheiße. Da, nein, 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 nein. Bleibst du wohl da oben. Okay, und jetzt... warte. Wir müssen da hoch. Einmal hier hoch. Ja, geil. So, jetzt können wir nämlich... Nee, warte. Erst gehen wir mit ihm ganz nach oben. So. Und jetzt können wir mit dem Blauen nämlich hier... einmal entfernen. Rüber... Ah, nein! Shit. So, hier rüber und dann... Huch! Einmal hier drüben noch entfernen. Sehr nice. So. Dann auch entfernen und dann können wir nämlich hier easy peasy... Einmal fett gegen die Wand klatschen und dann... weiter geht's. Ach du Scheiße. Gegnatz. Uncool. Okay. Es war ja noch einigermaßen machbar. Aber wie gesagt... Man merkt es schon. Die Levels werden härter. Okay, können wir da hochlaufen? Okay, scheinbar nicht einfach so. Aber wir können hier hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und jetzt müssen wir... Ja, das ging ja auch gerade noch so. Aber ich sehe schon, es wird schwieriger. Man muss eigentlich einfach nur so ein bisschen beobachten, wo diese Dinger hin sind. Also wo diese Dinger hingehen. Ich hätte mich schwingen müssen. Och, Kacke. Okay, also man muss nicht nur... beobachten, wo die Viecher hingehen, sondern man sollte vielleicht auch ein bisschen gucken, was man macht. Scheiße. Okay, da war ich zu hektisch. Fuck. Einfach mit Ruhe und Geduld, Tobias. Das, was dich auszeichnet, Tobias. Okay, also das, was mich auszeichnet, ist schon mal nicht Ruhe und Geduld scheinbar. Okay, wird heiß, wird heiß. Aber passt. Okay. Na komm, lass dich fallen.
Nein! Scheiße, kommt der hierher? Okay, das Ding ist... Fuck, wir müssen halt auch mit dem Schwingen ein bisschen aufpassen. Jetzt aber. Schön. Wir müssen halt auch mit dem Schwingen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir uns in so ein Viech reinschwingen. Verstehst? Okay, hier sind sie schneller, alles klar. Interessiert mich aber null. Ja. Weil ich meine... Mit Skill Level over 9000, da kenne ich nämlich nichts. Okay, das ist jetzt wieder so ein Ding. Das wird lustig. Ich frage mich. Ich springe einfach mal runter. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ich dachte vielleicht, dass der Steam, verstehst du? Der Steam, dass der uns hier irgendwie so ein bisschen leitet, aber das tut er nicht. Das war auch nicht so schlau. Okay, warte. Das könnte... Könnte gehen. Nein. So nicht. Aber das sieht nicht schlecht aus. Langsam. Problem ist, wenn ich doch jetzt hier so ein Ding hinmache, ne? Kann ich mich ja nicht mehr... Nee, kann ich mich nicht mehr meinem Kumpel festhalten. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie irgendeine Möglichkeit finden. Wow. Ah, okay, warte, ich weiß welche. Nein! Genau die wollte ich nämlich jetzt gleich machen. Nicht jetzt, aber gleich. Okay, wir müssen erstmal versuchen, nicht in dieses Gasding reinzuspringen. Okay, warte, langsam. Ja! So, jetzt können wir da reinspringen. Geil. Und jetzt machen wir hier das Ding hin. Schön. Und jetzt kann der Kollege runter. Ja. Jetzt müssen wir nur überlegen, wenn ich das Ding hier jetzt wegmache, ne? Kommt er ja nicht mehr rüber. Das heißt, ich... Warte mal, wenn ich das jetzt wegmache, passiert genau das, was ich mir gedacht habe. Er kommt da jetzt nicht mehr rüber. Das heißt, ich kratze mich mal kurz im Ohr. Das heißt, wir müssen jetzt was tun. Ah, okay, man kann die auch einfach da wegmachen und dann... Okay, alles klar. So, alles klar. Ich dachte, das geht nicht, aber okay, es geht doch. Probieren geht über Studieren. So. Okay, warte, wir probieren's. Ja, das ist ja noch... Okay. Alles klar. Warte. Okay, warte mal. Einer von unseren Jorn-Freunden hier, ne? Der muss da oben bleiben. Jetzt muss ich nochmal kurz kicken. Zack. Hä? Wie kommt man denn da oben hin? Wie kann ich... What the fuck? Ach, ja. Okay. Es kann so einfach sein, Tobias. Aber ich glaube, ich brauche meinen zweiten Kollegen da auch, ne? Oder? Ja, ja. Oh. Ritardo. Okay, warte. So. Aha. So, jetzt kann er nämlich da hochklettern, verstehst du? Ja. Und da hochklettern. Dann drehen wir das Ding. Und jetzt können wir, glaube ich, mit ihm... Reicht der Garn dafür? Doch, müsste aber. Ja! Nein! Ja!
Warte. Hä? Ach, der bleibt so. Lulz. Okay. Perfekt. Dachte, der dreht sich zurück, wenn ich da nicht bleibe. Verstehst? Ich glaube, der Jarn hat nicht gereicht, ne? Ja! Schön. Ja, wie gesagt, ich dachte, der Garn reicht nicht aus und deswegen, ne? Aber hey, alles easy. Geil. So. Tada! Aha. Aha, aha. Die Kids sind jetzt hier eingestiegen. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das der Leuchtturm? Nee, das ist nicht der Leuchtturm. Das ist mitten in der Stadt, Tobi. Das kann kein Leuchtturm sein. Denk bitte nach. Tobias. Oh, guck mal, die schwelgen in alten Erinnerungen. No. Da ist ein Zauberwürfel. Und wir verlassen das Level. Und sind zurück im Leuchtturm und haben das Level-Versteckspiel erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Und da kommt das nächste Level. Beziehungsweise das nächste Bild, das wir freischalten. Okay, was haben wir da unten für eine Kiste jetzt freigeschaltet? Warte mal, ich würde gerne in die Kiste reingehen. Herausforderungsgebiet. Dieser Bereich enthält optionale fortgeschrittene Herausforderungen. Schließe sie ab, um? Herausforderung, volles Rohr. Okay, komm, wir probieren es mal. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass wir das irgendwie auch nur ansatzweise hinbekommen. Ach du liebe Zeit. Okay, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn ich jetzt hier anfange mit Herausforderungen. Ich glaube, wir lassen das mal kommen. Wo komme ich jetzt zurück? Level verlassen? Ja. Ich bin ja sowieso schon nicht so der Pro. Ja. Also ich bin jetzt nicht wirklich gut. Und ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn ich jetzt hier anfange, solche Pro-Levels zu machen mit Herausforderungen. Das kann man nach dem Game vielleicht machen. Nein! Oh Gott. Herausforderung 2, weißt du, hat 1 nicht mal geschafft, geht schon zu 2. Läuft bei dir. Nee, also das ist vielleicht sowas für nach der Story quasi, aber jetzt gerade momentan. Nein. Achso, muss ich. Ach, wahrscheinlich, warte mal. Ah. Schön. Aufzug ins zweite Kapitel quasi, beziehungsweise ist, glaube ich, dann das dritte Kapitel. Und ich würde sagen, dann geht's direkt weiter. Juhu, wie heißt das Kapitel? Kapitel 3, Froschperspektive. Ach, liebe Zeit. Okay. Froschperspektive, in dem das Richtige falsch ist und wir uns weigern, das zu akzeptieren. Okay, in dem das Richtige falsch ist... Wir uns weigern, das Falsche zu akzeptieren. Okay. Level-Design ist einfach wieder mega. Oh. Ja, er ist schüchtern, er ist schüchtern. Er hat einfach Angst. So. Also wie gesagt, Level-Design ist wieder richtig nice. Okay, mal gucken. Was ist das hier, so eine Art Freizeitpark? Wir folgen wieder dem... Ja, darf man junges Pärchen sagen? Darf man junges Pärchen sagen? Ich sag einfach junges Pärchen. Ist mir egal.
Okay, wir müssen da hoch. Das heißt wahrscheinlich... Nee. Können wir da hochklettern? Nein, wir können da nicht hochklettern. Okay. Okay. Lass mich kurz überlegen. Ich brauche kurz einen Moment. Da kommen wir nicht hoch. Aha, guck mal da oben. Dort kommen wir aber hoch. Aber wie kommen... Wie kommen wir denn da oben hin? Ach du liebe Zeit. Wie kommen wir da oben hin? Genau. Hä? Tobi steht jetzt schon wieder auf dem Schlauch. Lisa, das wird natürlich von Level zu Level wird das natürlich schwieriger. Ist ja klar, ne? Wäre ja langweilig, wenn nicht. So kommen wir da oben hin. Alles klar. So, immer 2-3 Sekunden nachdenken, dann geht das. So, ich glaube, wir müssen uns aber eh schwingen, ne? Kann das sein? Einmal hier runter. Also denke ich jetzt einfach mal. Jawohl. Und dann einmal nach oben. Zack. Okay. Dann auch hier wieder. Einmal wieder da Dingen schwingen. Warte. Und. Nein. Das ist zu wenig. Ja, das könnte zu viel sein. Warte. Warte. So. Sehr geil. Ah, nein. Okay. Das war zu schnell. Ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, wo es lang geht. Nämlich da oben. Hui. Nice, Tobi, nice. Hey, das war echt gut. Wow. Hab noch nie so eine gute Leistung gesehen. Hui. So. Hier rüber. Aber darüber. Wow, Alter. Ich mit dir. Du Schuft. Okay. So. Weiter geht's. All together now. Okay. Okay, einer muss wahrscheinlich das Dingen schieben. Hui! Halt. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht. Glaube ich. Mal zurück. Ich glaube, einen müssen wir oben auf den Dingen stellen. Auf den... Auf den Luftballon, nicht? So. Und mit ihm müssen wir wahrscheinlich langsam schieben, weil der oben sonst runterfällt, ne? Alles klar. Ich sag noch langsam schieben. Was macht Tobi? Einfach drauf los. Läuft bei ihm. Warte. So. Okay. Schön langsam. Okay, wir können natürlich auch... Oh. Ah, bleib da oben. Nein. Wir können natürlich immer ein bisschen hin und her switchen und so ein bisschen ausmitteln da oben. Aber das erfordert natürlich äußerste Präzision in der Handlung. So. Sehr nice. Hey, nein, warte. Nein, warte. So. Okay. Hui. Okay. Aha. Wer ist er denn? Alter, krass, jetzt ist das Level komplett dunkel. Wow. Was war das? Die Kröte. Wir müssen... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, Kröte, lauf. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Essen. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Das gute Essen... Okay, sind wir safe? Okay, hätte ich da irgendwas machen sollen? Hätte ich die Kiste mitnehmen sollen oder sowas? Wahrscheinlich jetzt da wieder... Oh, guck mal, ein Igel! Oh, wie geil! Mann, das ist so schön gemacht. Ich liebe die Unreal Engine für ihren Grafikstil. Und ich liebe den Entwickler dafür, dass sie mal ein Spiel gemacht haben, was so...